Hallo, liebe Freunde, welch unglaubliche Überraschung. Ihr erwartet jetzt wahrscheinlich ein Video, ne? Ja, was mache ich denn? Ah, mein Bruder, Sprachnachricht. Moin, Droidenboy. Hör mal, bevor du nach Hause kommst, nimmst du dir jetzt den Camcorder, fährst nach Köln zur ESL-1, zur Group Stage, das heißt, wo kein anderer außer interne Leute reinkommen. Da gehst du rein, machst ein Backstage-Video, zeigst mir Spieler, Caster, berühmte Leute, alles was geht. Und wenn ich das nicht in einer Stunde habe, dann ist Kasala. Wenn du nach Hause kommst, dann klatscht es aber ordentlich, du Reutenboy. So, bis gleich. Hab dich lieb. Jo, ihr Lümmels, wir sind heute hier in Köln vor der Lanxess Arena, wo ab gestern, ab dienstags, die Group Stage der ESL One Cologne stattfindet. Die spielen zurzeit aus, wer dann am Wochenende in der großen Halle in der Lanxess Arena auf der Main Stage spielen darf, vor 14.000 Zuschauern. Aber wie es denn davor aussieht, bevor alle Leute rein dürfen, das zeige ich euch jetzt mal und nehme euch in diesen Schuppen mit rein. Los geht's! So Leute, so sieht das Poster aus, so geht's ab am Wochenende und ich nehm euch jetzt mal hier rein und zeige euch, wie es hier drin ausschaut. Hier links seht ihr schon, wie ein paar Leute ein paar Interviews führen, meistens dann für die vereinsinternen Kanäle oder manche Medienvertreter, die schon hier sind. Wenn ihr jetzt mal hier schaut, da wird fleißig schon gearbeitet von der ESL-Seiten und ich nehme euch mal ein bisschen hier rum. Ihr seht hier diesen sagenumwogenen Caster-Tisch, ja, den ihr die ganze Zeit auf Twitch sehen könnt während der Spiele. Und hier munden schon die Caster nebenbei, genau, Henry G und Konsorten. Und wenn wir jetzt hier weiter rüber gehen, dann haben wir die Analysten, die gerade live on tape sind. Und wo die Spieler sind, das zeige ich euch auch noch. Wir gehen jetzt mal runter und schauen, ich muss immer hier reingucken, ne? Schauen, wo die denn überhaupt diese Group Stages ausspielen. So, los geht's. So, wir gehen jetzt in die Katakomben der Lanxess Arena, denn hier findet das ganze Treiben statt, ja, wo die zurzeit spielen. Links von mir sehen wir schon Liquid Gaming, wo sie ihre Sachen unterbringen, weil sie gleich das Spiel gegen Virtus Pro haben. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gleich das Upper Bracket haben. Hier im Hintergrund chillen dann die ganzen Spieler und können während der Pausen dann auf diesem Monitor die Spiele und die anderen Teams verfolgen. Und hinter mir ist Navi, die haben es gerade geschafft, sind bei den Playoffs dabei am Wochenende als einer der ersten Teams. Gambit Gaming ist bis jetzt noch sicher dabei und noch ein Team, ich bin mir gerade nicht sicher, welches es war. Und ja, genau, ich nehme euch jetzt mal hier rüber zu diesen heiligen Tischen, wo sich schon Teams wie Flipside Tactics oder auch Virtus Pro bereit machen, um gleich um den Einzug in die Playoffs zu kämpfen. Und wo wir, ja Leute, von der Presse alle sitzen, das zeige ich euch auch mal. Wir gehen mal hier den Weg entlang. Hier sitzen dann auch jeweils schon die Kanadier von Optic Gaming. Die sind gleich auch an der Reihe. Und jetzt gehen wir mal hier diesen wunderschönen Weg hoch. Ziemlich dunkel hier. Und sehen hier, voilà, die nicht ganz so heiligen Hallen der Presse. Aber das Gute ist, wir haben von hier oben auch einen wunderschönen Ausblick auf das Geschehen. So, liebe Leute, das war's von mir hier von der Group Stage. Ja genau, ab Freitag geht's dann da drinnen weiter auf der Mainstage vor 14.000 Leuten, wird dann um den neuen Major Champion Titel gespielt. Ich persönlich hoffe natürlich, dass gleich Mousebots doch noch den Lenkrad rumreißt und auch noch an den Playoffs teilnehmen wird. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da, ein Like und alles Mögliche natürlich beim lieben Ben, beim lieben Buddy. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, was ich so mache, dann abonniert doch mal den Kanal Devi Esports, unten in der Infobox verlinkt. Schaut doch mal rein, da geben wir euch ganz viele Einblicke, was sonst noch so hier abgeht und natürlich auch noch ein wunderschönes Recap am Ende. Ich bin so ganz dunkel, wenn ich so rumfilme. Ich muss so rumfilmen. Alles klar, das war's von mir. Zurück zu Ben. So, Nick. Hast du gut gemacht, ja, gibt keine Klatsche. Ich hoffe, euch hat's ebenso gefallen. Lasst mir einen Daumen da, wenn dem so ist und besucht seinen Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr mal bei mir bei Facebook, Twitter und Co. vorbeigucken, auch unten in der Infobox. Denn da bin ich die letzten Tage oder habe ich mir mal vorgenommen, mal ein bisschen aktiver zu sein. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da in Zukunft öfter antreffen, ein bisschen so über andere Plattformen schreiben, außer auf YouTube.
Wird auch interessant. Ja. Morgen bin ich nämlich selber in Köln und da gibt's Live-Stuff ohne Ende. So, ich bin mir jetzt noch ein bisschen die Sonne auf den Pansen knallen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis morgen und stay true. Bitches.